Moin, hier ist der Angelus. Willkommen zurück zu Kina, Bridge of Spirits, Folge 2. Schön, dass ihr dabei seid in der heutigen Episode. Und danke an alle, die gestern Folge 1 unterstützt haben. So, war ja schon mal ein richtig netter Einstieg hier ins Spiel. Und wir gehen einfach mal den Weg weiter, wo ich hier auch aufgehört habe. Hier war das letzte Herz, was wir gereinigt haben. Und jetzt gehen wir weiter. Mit unseren Gefährten hier. 5 Stück haben wir schon dabei. Gucken, wo wir die nächsten finden. Da vorne wird was angezeigt. Huch. War hinter mir was? Nee, das waren die Geräusche von den Kleinen. Aha. Da sind auch die Rod nochmal dran gezeichnet. Die können den irgendwas mit diesem Stein machen. Aha, die Rod sind wirklich stark. Die Rod können bestimmte Objekte in der Umgebung bewegen. Drücke, um die Rod im Objekte aufheben zu lassen. Sag den Rod, wo sie hin sollen, indem du mit L2 zielst und dann wieder die Viereck-Taste drückst. Okay. Klingt easy. Ja, gute Frage. Wo sollt ihr denn damit hin? Kann man da hoch? Guck mal, da das Holzding. Da oben? Na, da ist rot. Jetzt stehe ich. Könnt ihr das lange halten? Ich muss noch mal gucken, wo ich den besser hinstellen kann. Ja, die sind stark, die können das halten. Ich dachte, ich kann es vielleicht hier hinstellen, damit ich da hoch kann, weil das Holzding sieht irgendwie so aus, als könnte man da hinter dran vorbei. Ist hier was? Nö. Hier kann ich hin. Da ist es. Und da kommen sie. Schön vorsichtig. Nicht fallen lassen. Immer schön das Gewicht auf alle verteilen. Freigeben, ja. Ihr braucht das nicht die ganze Zeit halten. Aber ihr seid echt stark. Aber ich gehe trotzdem kurz nochmal hier in die Ecke. Aha, guck mal hier. Blaue Pflanzen. Ah, okay. Was machen die denn jetzt? Kann ich die essen? Die haben sie jetzt mitgenommen. Okay. War auf jeden Fall diese Anzeige, die ich oben hatte. Aber die verschwindet ja auch immer schnell. Wir haben ja, wie gesagt, noch kein Menü. Ich weiß, man kann später noch leveln, glaube ich. Aber müssen wir, glaube ich, erstmal weiterkommen. In der Story. Doppelsprung. Und? Rätsel gelöst. Oh, was haben wir denn hier? Kann ich nicht kaputt machen? Öffnen. Ah, da steht's ja dran. 25 Diamanten oben. Okay. Einfach öffnen, nicht zerstören. Kina ist nicht brutal. Lohnt sich also, alles abzusuchen. Eine von diesen Fuchsstatuen. Can you pick that up? Schön, wieder aufräumen hier. 40 Erfahrungspunkte, oder? Sind das? Ich nehme an, das sind Erfahrungspunkte. So, jetzt steht die Fuchsstatue hier wieder. Und es gab irgendwie auch so ein Geräusch, dass hier vielleicht irgendwas passiert ist. Ah, ich kann hier noch rüber, okay. Aber da unten hinter dem Holz ist gar nichts, wenn man das jetzt so sieht. Schön die Augen offen halten, damit man nichts verpasst. Da unten ist noch... ich muss noch mal runter. Da ist ein Fass. Hier. Und wieder von diesen Diamanten was. Ah, guck mal. Hier kann ich aber was machen von der Seite aus. Ah, vielleicht eine Abkürzung. Ja,
Ja, und jetzt kann ich den Stein hier hinstellen. Das ist eine Abkürzung. Damit man dann da drüben nicht mehr hoch muss, um hier wieder diesen Weg nach da oben zu gehen. Cool. Aber ich kann es nicht hier hinstellen? Doch. Da geht's. Nur. Vielleicht reicht es ja vom Sprung her. Steht schief. Egal. Geht nicht. Doch, wenn sie bis dahin können, müssten sie das auch hier hinstellen. Ich kann es hier nicht platzieren. Schade. Oder vielleicht von da aus? Sie hält sich aber auch nicht fest bei diesen Pflanzen. Doch nicht so, wie ich sie gedacht hatte. Ich dachte echt, das wäre eine Abkürzung dann, dass man nicht mehr auf diese Seite hier hoch muss. Oder ich mach's halt falsch. Wahrscheinlich liegt's an mir. So, aber das Fass unten haben wir ja noch öffnen können. Okay, hier haben wir das nächste verseuchte Herz. Da ist wieder der aus der Höhle. Der unruhige Geist oder Dorfbewohner. Let me help you. I can heal these spirits and restore balance to the forest. I know your kind. You sense the power that flows through this land, but you do not fully understand it. Stay here, spirit. You must move on. You are the one who does not belong. I will never abandon my people. Okay, der ist ganz schön rachsüchtig, der Geist. Er möchte sein Volk schützen. Wow. Kann man ja verstehen, aber muss er dabei den ganzen Wald kaputt machen? Au. Ich weg. Pariert. Alter. Kommt auf einmal angestürmt, ey, vor plötzlich. Lebenspunkte. Danke. Huh. Der hat ganz schön Damage gemacht, wenn er getroffen hat. Auf geht's, Leute. Die große Pflanze wird gereinigt. Also dem guten Herrn müssen wir auf jeden Fall ins Jenseits begleiten, dass er irgendwie seine Rache los wird. Cool, noch einer. Oh, das kommt von überall.
Meine Armee wächst. Wir werden die Weltherrschaft an uns reißen. You can come out. It's safe now. Look, Sire, she cleared away the poison. And the little guys can eat it. They love it. My name's Kana. What are you two doing out here, alone in the forest? Don't worry about us. We've been here a long time and take care of ourselves. I can see that. You both look very strong. Do you know who that spirit was, with the horned mask? We don't know, but when he shows up, the gross poison grows stronger. Hey, what are you doing here in the forest? I'm searching for the sacred mountain shrine. Can you take me there? Der heilige Bergschrein also. If you want to get to the mountain shrine, you have to help us with something first. Okay, das mache ich doch glatt. Our brother Tar was trapped deep in the forest. We need you to help him. Euer Bruder Taro, der wird also vermisst. Okay, den suche ich mir dann. Great idea, Saya. That'll be easy for her. Did you see what she did to that stick guy? Mit dem Strichmännchen. War ja so ein Baumwesen, oder? Help us free Taro and we'll take you to the mountain shrine. Okay, ich helfe mit Taro und dann führt er mich zum Schrein. Das geht. Hilf Taro! Finde Taro im Wald. Jetzt haben wir da auch wirklich eine Quest. Rod gefunden. 8 Stück haben wir jetzt. Nächste Aufgabe ist 15. Also den nächsten Gebietsabschnitt können wir dann bis zu 15 finden. Will ich natürlich auch gerne alle haben am Ende. Haben wir jetzt ein Menü? Ah, guck mal, jetzt haben wir das Menü. Ruinen. Rod 8 von 8. Da habe ich alle gefunden. Also man kann auch weitergehen, ohne sie alle zu holen. Aber das wäre ja fahrlässig. So, wir wollen zum Bergschrein. Da ist die Questmarkierung für Hilf Taro. Und noch Schlösser, wo wir vielleicht noch gar nicht hin können oder noch später hin. Also auf jeden Fall hier den Weg folgen und dann rechts lang, um Taro zu helfen. Finde Taro im Wald. Upgrades haben wir jetzt hier. Der Rodhammer. Zusätzliches Karma erforderlich. 100. Ach, guck mal, Karma sind die Punkte da. Dann 8 Rod und 50 von diesen Diamanten. Und wofür sind dann die Diamanten? Halte R2 und drücke, um einen Rodhammer zu erzeugen, der aus der Entfernung zuschlagen kann. Die wickeln sich dann um den Speer rum und dann gibt es richtig Haue hier. Okay, das ist der Rodhammer. Freischalten? Nee, kann ich nicht. Fehlt mir der Zeugs. Tritt dem Kampf bei. Starte den Kampf mit einer Rod-Aktion verfügbar. Ach, dann haben sie gleich am Anfang ein bisschen Mut. Mhm, alles klar. Nahkampf können wir hier auch verbessern. Schwere Angriffe können aufgeladen werden. Das habe ich ja schon selber herausgefunden. Upgrade verfügbar. Das kann ich lernen. Drücke beim Sprinten R1, um einen schnellen Rundumschlag auszuführen. Ja, ist das die Frage, ob ich den jetzt schon brauche oder einfach spare, bis ich mir den Hammer holen kann. Hier geht es noch weiter. Während du sprintest, drücke R2, um einen mächtigen Angriff in der Luft zu starten, also Sprungangriff. Mhm. Sieht alles sehr cool aus. Doppelsprungangriff, okay. Und der schwere Angriff mit präzisem Timing durch, um massiven Schaden zu verursachen. Timing ist immer so ein Ding. Was haben wir denn hier? Schild können wir auch noch verstärken, also die Defensive. Den haben wir schon. Drücke R1 nach dem Parieren, um einen Wirbelangriff auszuführen. Das finde ich wiederum wieder wichtig, damit man das Parieren auch ordentlich nutzen kann. Kostet aber 150, also dauert auch noch ein bisschen. Und dann haben wir noch zwei Flächen, die noch komplett leer sind. Geister, oben können wir auch noch nicht mit R1 hin, ist auch noch ein Schloss vor. Kommen also später noch mehr Fähigkeiten dazu. Das ist doch cool. Jetzt haben wir auch eine schöne Karte. Kann ich Markierungen setzen? Nö. Ah, guck mal da, wir sind jetzt im Dorf, da gibt es insgesamt 24 Rod, 21 Hüte, Blumenschrein 8, Geisterpost 0 von 3 oder Geisterpost und verfluchte Truhen 0 von 6. Dankeschön. Das ist alles das. Nee, hier ist Berg und hier ist Dorf. Okay, Dorf geht auch hier noch lang, wahrscheinlich hier noch mehr oder so. Gucken wir mal. Cool. Und das Spiel nimmt Fahrt auf.
Es öffnet sich langsam für uns, auch Menüs technisch. Aber es gibt natürlich keine Minimap oder Kompass oder sowas. Wow. Der schön gemalte Hintergrund hier. Kena, Bridge of Spirits. Karte verfügbar. Ja, habe ich schon selber herausgefunden. Danke nochmal. Der Eisgletscher, wie er sich da vorne so öffnet. Ganz schön großes Dorf. Wir wissen aber nicht, ob sie schon eine ausgebildete Geistwandererin ist oder ist sie noch in der Ausbildung oder sowas. Wir werden hier einfach so reingeschmissen in die Geschichte. Was haben wir hier? Da geht's noch weiter. Da war da oben nicht noch eine andere Abzweigung? Hier? Nö. Einfach nur ein Zaun. Okay. Ich dachte. Ich bin gespannt, ob wir später vielleicht noch auch andere Updates noch bekommen oder so. Mal gucken. Oder Outfits. Auf jeden Fall kriegen die Rod neue Hüte. Das ist gerade so ein geradliniger Weg, ne? Aber man sieht auch hier die. Es geht halt einfach nur geradeaus hier, bis wir hier im Dorf sind. Bin mal gespannt, was sich das mit den Schlössern hier auf sich hat. Ob das vielleicht Quests sind, die wir dann öffnen können, wenn wir hier vielleicht Taro geholfen haben oder so. Das Dorf. Haikyo oder was? Das Dorf. Aber das Dorf ist verseucht. Lebt hier noch jemand? Wie sie feiern, wenn ich das mache. Untersuchen. Die Quelle, die unter der Schmiede fließt, trägt mit sich die Energie des Bergschreins. Okay. Das ist also eine Schmiede. Vielleicht kommen die Leute ja zurück, wenn ich deren Dorf reinige. Vielleicht ist da oben, kann ich nämlich auch noch was reinigen. Und da vorne auch. Cool, das habe ich im Trailer gesehen, wie sie hier langläuft. Da, ich erkenne dieses Haus aus dem Trailer. Und da dachte ich schon so, ey, das sieht ja echt gut aus. Und jetzt bin ich hier und es sieht wirklich genauso aus wie im Trailer. Voll krass. Da ist auch zu. Okay, dann sind das eigentlich nur Wege, die zu sind. Deswegen die Schlösser. Untersuchen. Ich warte auf dich am Wasserschrein im vergessenen Wald. Ich glaube, da muss ich irgendwas reinpacken, oder? Damit das dann aufgeht. Genau wie da vorne auch. Das sind dann die Hinweise, wo wir das dann finden, was da hingehört. In den Briefkasten. So nenne ich die mal. Okay. Da steht die Kiste, oder? Hier muss. Da oben ist auch so ein blauer Kristall, der ist noch nicht verseucht. So, dann kümmern wir uns mal um die Gegend. Und um die Gegner. Hilf Taro. Ja, ja, reinige die Verderbnis im Dorfzentrum. Musst du echt im wirklich allerletzten Moment machen, wenn du parieren willst. So, die sind schon mal weg. Kommen noch mehr Gegner? Bisher nicht. Die Kisten kann ich auch erst holen, wenn ich hier fertig bin. Okay. Super.
Hier ist ein Händler oder so, ne? Guck mal. Da kann ich bestimmt was mit diesen Kristallen machen, die ich gesammelt habe. Da noch nicht. Da auch nicht. Haben die sich gerade hier so positioniert? Diese Pflanze hier reagiert aber noch nicht wirklich. Die geht noch nicht auf. Ein Fuchskopf. Ah, hier. Den muss ich erst machen. Habe ich vergessen. Jetzt habe ich sie geschwächt. Und jetzt geht sie auch auf. Schön. Endlich mal wieder Farbe hier drin. Hutwagen entdeckt. Die verkaufen Hüte. Macht der Schrein auch was? Oder ist das vielleicht ein Wegpunkt? Wow. Guck mal, macht das Dorf einen ganz anderen Eindruck. Karma und Upgrades. Generiere Karma, indem du verdorbene Feinde besiegst, die Umwelt wiederherstellst und Früchte für deine Rod findest. Im Upgrade-Menü kannst du Karma einsetzen, um neue Fähigkeiten freizuschalten. Und Kina kann ihre Basisfähigkeiten verbessern und ihre Fähigkeiten mit Rod infundieren, um mächtige Angriffe zu erschaffen. Klingt cool. Ah, jetzt bin ich schon wieder hierher. Ich wollte ja den Rodhammer lernen, also spare ich noch auf 100. Ich bin jetzt schon bei 75. Passt schon. So. Pilz. Neuer Rodhut verfügbar. Oh, guck mal, da brennt was. Hier kam noch was. Warp. Ah, das ist wirklich ein Wegpunkt. Ja, jetzt kann ich irgendwo anders hinreisen damit. Wenn ich dann noch so einen weiteren Punkt freischalte. Wird auch hier angezeigt als Dorfzentrum. Dann kann ich da hin und fertig. Warp. Wirklich zu diesen Dorf warpen? Ja, ja, ist egal. Bin ja eh da. Okay, das sind also Schnellreisepunkte. Cool. Hier ist jetzt auch auf. Ah, guck mal, hier stehen auch noch Sachen rum, oder? Ja. Sammeln wir doch erstmal alles ein hier im Dorf. Da kann ich, denke ich mal, erst später hin, oder? Was ist das? Go get it. Achso, das würden sie wieder rumschleppen. Nee. Kristalle waren einfach nur drin. Cool, danke. Aber hier kommen wir später dann hin. Wir können also den Bereich oder die ganze Welt Stück für Stück öffnen, dass wir dann später überall hinkommen. Reagiert die Laterne da? Ja. Alles, was blau leuchtet, reagiert hier. Over there. Das ist wieder so eine Frucht, die sie gerne futtern. Achso, einfach öffnen wieder. Verfluchte Truhe, besiege alle Feinde. Okay. Boah, von hinten. Nimm das gut. Wow. Gucken wir mal hier. Größere, ey. Oh, falsch. Den hier. Nice. Noch zwei Feinde. Er hat zu wenig Mut. Hast du gedacht?
So, dann sind wir bei 90 Karma. Und die Kiste ist auch gereinigt. Cool. Hier ist noch was. Immer schön alles mitnehmen. Da, bei dem Haus leuchtet auch noch was Blaues. Den haben wir schon untersucht. Was ist hier? Auf jeden Fall ein Kristall. Das war's schon. Oh, guck mal hier, ein kleines Becken. Schwimmen können die auch. Der eine liegt erstmal schön auf dem Rücken hier. Der chillt. Ist echt voll liebevoll designt, ne? Kann man hier hochspringen? Dachte vielleicht, um da oben das Haus zu reinigen. Da geht's doch bestimmt noch rauf. Frage ist nur, wann. So, dann habe ich jetzt hinterm Haus alles eingesammelt. Hier ist dann erstmal wieder alles geschlossen. Und wieder ein Hinweis, wie ich das denn öffnen kann. Unsere Vorräte gehen zur Neige. Ich hoffe, wir haben genug im Lagerhaus. Ich muss unbedingt nachschauen. Okay. Ist das das Lagerhaus von da vorne? Vielleicht sind das auch so optionale Gebiete, dass man die aufmachen kann, aber nicht muss. Ich will aber. Das könnte hier Lagerhaus sein, aber das ist noch alles zu. Ach, guck mal, da sind die anderen beiden. Die machen mir vielleicht den Weg da bei den Fuchsdingern. Was ist das denn? Speichern? Klee. Neue Rothut verfügbar. Ah, okay. Jetzt habe ich Pilz und Klee. Und was ist das? Ein Rod. Hallöchen. Hi. So. 9 von 15. Das sieht ganz schön bedrohlich aus hier. Vielleicht muss ich auch Masken finden, um das denn zu öffnen. Die haben doch eine dabei, ne? Und vielleicht können sie jetzt deswegen da das Ding öffnen oder so. So. Gut, Leute. Wir sehen uns in der nächsten Folge weiter um. Dann checke ich hier mal den Huthändler ab und werde hier noch die verschiedenen Kisten noch öffnen. Wir können auch noch geradeaus weitergehen oder da mit unseren beiden Kollegen quatschen, die ihren Bruder vermissen. Da geht's dann hier, das ist dann diese Abzweigung, hier das Schloss, das machen sie dann vielleicht auf. Dann geht's hier lang. Hier vorne kann ich noch bis da gehen und dann ist da auch schon wieder ein Schloss. Mal gucken, wie groß die Welt später sein wird. Macht auf jeden Fall Spaß. Ich hoffe, euch gefällt es auch hier zuzuschauen bei dem Let's Play von Kena. Und lasst gerne einen Daumen nach oben da für die tägliche Unterstützung, wenn es euch gefällt, wenn ihr unterhalten werdet hier. Und dann sage ich wie immer ciao, ciao, bis zum nächsten Video.